eigentlich die Telekommunikationsüberwachung so schnell wie möglich in Gang zu setzen und haben über diese Weise feststellen können, welche Telefongespräche über Mobilfunk in einem bestimmten Zeitraum im Bereich dieses Hauses geführt worden sind. Jens Liethegener und Peter Klinger werden Zeugen aus dem engsten Kreis des Opfers vernehmen. Zunächst Andreas Kaplan, den Chauffeur. Dementsprechend war natürlich der Herr Kaplan, der die Lebensgewohnheiten vom Herrn Moshammer sehr gut kannte, wichtiger Zeuge. Er war der Auffindungszeuge. Dementsprechend wurde er natürlich intensiv vernommen. Da stellen sich dann auch die Fragen, könnte er denn auch selbst der Täter sein? 11 Jahre lang wich Andreas Kaplan nicht von der Seite seines Dienstherrn. Aber war er wirklich der treue, loyale Diener? 11 Stunden lang dauert die Vernehmung bei der Kripo. Er wollte wissen, was ich am Abend zu Hause dann gemacht habe. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert lang. Ja, wie lange haben sie denn telefoniert? Was haben sie denn da geredet? Nur habe ich mir im Fernsehen angeschaut. Und dann wollte er noch wissen, was ich alles angeschaut habe. Minütlich wollte er das wissen. Andreas Kaplan hatte freien Zugang und er hatte ein Motiv. 3 Jahre zuvor hatte Moshammer in seinem Testament Kaplan mit einer Eigentumswohnung und einer lebenslangen Apanage bedacht. Sein Lebensmittelpunkt war Moshammer. Und Herr Moshammer konnte schon einen komplett einnehmen. Also der hat schon einen komplett gebucht. Moshammers Lebensinhalt ist das Geschäft. Nicht immer ist er der freundliche Paradiesvogel, als den man ihn kennt. Er hat immer gesagt, er möchte kein beliebter Chef sein. Das ist kein guter Geschäftsmann, der ein beliebter Geschäftsmann ist. Da gab es mal einen Moment, wo er auf den Schlag alle seine Mitarbeiter entlassen hat. Da hat ihn was geärgert und hat er alle entlassen. Auf der Stelle. Alle raus zur Tür. Wenn er in seine Kasse geschaut hat, Haufen Leute im Laden, aber da geht nichts rein. Das waren böse Tage. Und ja, ich war der Prellbock gewesen, ich habe immer alles abgekriegt. Ich denke, dass der sicher den Andreas 5-mal rausgeschmissen hat und 3 Minuten später wieder eingestellt hat. Hat der Geschäftsmann 11 Jahre lang dem Falschen vertraut? Ein Motiv hätte ich ja gehabt, dass ich da noch in dem Testament bedacht war mit meiner Wohnung und mit meiner Apanage, die ich monatlich bis zu meinem Lebensende bekomme. Mord aus Habgier? Es wäre plausibel. Und doch? Er hat ein Motiv, er hat kein Alibi. Er kannte die ganzen Lebensgewohnheiten. Aber vom Bauchgefühl her sage ich mal, nein, das ist nicht der Täter. Doch wenn Kaplan als Täter ausscheidet, wer kommt dann in Frage? Moshammer und die Obdachlosen. Herr Moshammer ist ein alter Sponsor auch von uns, ja. Unserem Verein. Ja? Er hat sich eingesetzt auch für die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Sein Vater sei als Obdachloser auf der Straße geendet, schreibt Rudolf Moshammer in seiner Autobiografie. Damit erklärt er sein besonderes Engagement gemeinsam mit der Obdachlosenhilfsorganisation und Zeitung BIS. Was auch ganz toll war beim ersten Betriebsausflug. Da sind wir 1999, haben wir den ersten Betriebsausflug nach Innsbruck gemacht. Und da kam der Herr Moshammer zur Verabschiedung und hat jedem angestellten Verkäufer, der länger als ein Jahr bei BIS angestellt war, das waren 6, hat er 1000 Mark gegeben damals. Das war eine wahnsinnige Freude und hat uns dann noch zum Abschied gewunken. Der erfolgreiche Modemacher kennt keine Berührungsängste und mischt sich unter die Obdachlosen, als wäre er einer der ihren. Er will helfen, mit seiner Bekanntheit, mit seinen Möglichkeiten und mit seinem Geld, besonders an Weihnachten. Moshammer hat an Weihnachten immer tief blicken lassen. Da hat er von uns sich Leute geholt und ist mit den Leuten selber, sind die losgefahren mit Lieferwagen und haben dann die Geschenke verteilt. Das war auch eine Seite, die man ihm vielleicht gar nicht so zugetraut hat, aber er hat das wirklich gelebt. Rudolf Moshammer, das Einzelkind, zunächst wohlbehütet. Sein Vater ist Direktor einer Versicherung, gleitet ab in den Alkohol, verliert die Arbeitsstelle, verlässt die Familie, begeht Selbstmord.
Die schönen Seiten der Kindheit, ein Hund und die Eisenbahn, die Mooshammer in sein späteres Leben mitnimmt. Wir haben Gefahr gehabt, aus der Wohnung rausgeworfen zu werden. Es waren über 2 Jahre Mietschulden da, der Strom war gesperrt und fürs Essen hat es nicht gereicht. Der Rudi, der konnte das so toll. Der hat dann in einem Park hat er dann einfach Blumen geklaut und hat da riesige, herrliche Sträuße hingestellt. Das sah dann alles so toll aus. Also da hatte ich natürlich keinen Einblick, dass es denen schlecht geht. Es ist mir nur aufgefallen, dass die Mutter immer nur einen Rock anhatte und ein anthrazitgraues Twinset. Das heißt, Sommer und Winter hatte sie immer das an. Von Mutter Else hat Mooshammer den Geschäftssinn und das Verkaufstalent gelernt. Die graue Hose. Sieht es sehr gut aus. Mhm. Die Proportionen stehen da. Und blau, finde ich, ist immer eine sehr gute Farbe für sie. Manchmal hatte ich Angst, ehrlich vorbeizukommen und guten Tag zu sagen. Besonders, wenn die Mutter da war. Roberto, ist das nicht schön? Guck mal, ist das... Ich sage, ja, Mutti, ich komme... Nimm das mit. Und du probier und so weiter. Ich habe das mitgenommen und am nächsten Tag, 3 Tage später, hatte ich die Rechnung. Else Mooshammer, die Mutter, Geschäftspartnerin und ständige Begleiterin des Münchner Originals. Ein unzertrennliches, unverwechselbares und ungleiches Paar, das auf fast jedem gesellschaftlichen Ereignis gemeinsam auftritt. Sie hat viel von ihm verlangt und er hat viel von ihr verlangt. Also sie hatten schon eine gewisse Abhängigkeit. Also sie war dem Sohn gegenüber nicht einfach. Von den Spannungen und Disharmonien zwischen Mutter und Sohn bekommt die Öffentlichkeit nichts mit. Es war so eine Hassliebe, so. Weil er wollte sich ja eigentlich damals so in den 70er Jahren, Anfang 70er, wollte sich eigentlich von ihr abnabeln. Aber sie hat dann gewusst, sonst ist sie alleine zu Hause. Und er hat dann zwar das benutzt und sie dann entsprechend angezogen, um mit ihr aufzutreten, aber er hat sie auf der anderen Seite auch nicht verziehen. Am 10. August 1993 stirbt Else Mooshammer in dem gemeinsamen Haus in Grünwald. Mit der pompösen Beerdigung nimmt Rudolf Mooshammer Abschied von seiner Mutter. Also ich habe gedacht, jetzt ging es mit ihm auch bergab. Aber es war eigentlich das Gegenteil. Er entfaltete sich mehr und mehr. Er war jetzt ganz alleine sein eigener Herr. Und es hat ihm eigentlich Auftrieb gegeben. Seine neue ständige Begleiterin hat ein Fell und 4 Beine, Daisy. Mit Werbeeinnahmen und öffentlichen Auftritten verdient der Herrenausstatter bald mehr Geld als mit seiner Boutique. Ich sehe ihn dann noch vor mir, ja, wenn irgendwelche Fotografen kamen und dann war schon hier und Daisy da und Daisy. Und wenn er was gesehen hat, was so gut gemacht wurde, mei fein haben sie das gemacht. Es war Gunter Sachs, der sagte, wir waren an den Salzburger Festspielen, es kam Prinzessin Caroline, es kamen die größten Leute und meine Wenigkeit auch, Gunter Sachs. Und dann kam Mooshammer und da brandete der Beifall auf und die Leute waren nur auf ihn. So war der Mann. So inszenierte er sich. Und wer war er wirklich? Wenn er dann zu Hause war und sein Äußerliches abgelegt hat, dann war er, glaube ich, ein ganz einsamer Mensch, der auf der Suche war nach Liebe, nach Anerkennung, nach jemand, der ihn so mochte, wie er vielleicht war, ohne, ja, ich sag's vielleicht mal richtig, ohne Maskerade. Eine verletzliche, menschliche Seite, von der nur sehr wenige wissen dürfen. Er rief manchmal an, vorwiegend sonntags morgens, wenn er nicht wusste, was er tun soll, wo ihm langweilig war. Ja, und er fragte, was machen Sie? Meine Frau sagte dann, ja, komm, sollen Sie so frühstück zu uns rüberkommen. Überredet. Und 2 Minuten später läutete es schon und er war schon da. Anscheinend hat er schon vor der Haustür gewartet. Das Rechtsmedizinische Institut in München. Von hier erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise. Im Haus selbst fand sich keine einzige Spur vom Täter. Vielleicht bringt die rechtsmedizinische Untersuchung des Tatwerkzeugs den erhofften Hinweis. Wird die Obduktion Überraschungen bereithalten? Die Sektion hat nur bestätigt, dass es sich um einen Tod durch Erdrosseln handelte.
Herr Mooshammer hatte die typischen Zeichen, wie man sie bei einem solchen Todesgeschehen erwartet, nämlich sogenannte Erstickungsblutungen. Birgit Bayer, die DNA-Spezialistin, übernimmt die Untersuchung des Tatwerkzeugs. Unsere Hoffnung war, dass der Täter Material von seinen Händen eventuell an dem Kabel hinterlassen hat. Das Elektrokabel, das der unbekannte Täter viermal um den Hals des Opfers gewickelt hat, wird auf DNA-Spuren untersucht. Jetzt ging es darum, möglichst schnell eine tatrelevante Fremdspur zu finden. Das heißt also, Material, das erstmal nicht von Herrn Mooshammer selbst stammt. So hilfreich die rasche Analyse einer DNA-Spur für die Ermittler auch wäre, juristisch ist sie problematisch. Die damalige Rechtslage war allerdings so, dass eine Untersuchung dieser DNA-Spur in der Weise der Darstellung der Spur und der Zuordnung ein richterlicher Beschluss vonnöten war. Es ist Nacht geworden in München und der Täter ist noch immer auf freiem Fuß. Im Polizeipräsidium stehen die Telefone nicht still. Hunderte von Hinweisen gehen bei der Mordkommission ein. Es gab viele, die einfach nur anriefen und fragen, was ist da passiert. Viele riefen an wegen dem Hund, kann man den adoptieren? Und das sind so Sachen, die uns ja eigentlich nur blockiert haben. Aber jetzt kommen auch wichtige Hinweise. Und die führen die Ermittler ins Rotlichtmilieu rund um den Hauptbahnhof von München. Hier soll Rudolf Mooshammer am Steuer seines auffälligen Wagens gesehen worden sein. Es war allgemein bekannt in Polizeikreisen, dass er nachts durch die Straßen fährt und nach jungen Männern sucht. Und Gott sei Dank hat sich auch ein Zeuge gemeldet, der Mooshammer in der Tatnacht gesehen hat. Und wer saß neben ihm im Fahrzeug? Ein junger Mann. Die andere Seite des schillernden Münchner Modezaren, die er vor der Öffentlichkeit versteckte. Jetzt mit seinem Tod holt ihn sein geheimes Leben ein. Mehrmals in der Woche drehte er nachts im Bahnhofsmilieu von München seine Runden mit dem Auto, oft stundenlang. Ich bin mal angesprochen worden durch einen Bekannten, ob ich weiß, dass mein Chef in der Nacht unterwegs ist. Da habe ich mir gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. So ängstlich, wie er ist und vorsichtig, wie er ist, das kann nicht sein. Bis ich dann mir mal den Tachostand gemerkt habe und den nächsten Tag drauf geschaut und ja, da war er wieder unterwegs gewesen. Also ich wusste es, nicht wir, also viele wussten, aber ich wusste es. Dass er abends mit seinem Auto spazieren ging, in so Viertel, ich wusste warum. Nur einer, Mooshammers Bodyguard, wagt es, das Tabuthema anzusprechen. In ganz seltenen, äußerst zugänglichen Momenten habe ich immer wieder versucht, dass man da einfach diese Sicherheitslücke schließt. Das hat er dann abgeblockt und das war dann oft auch so, dass er dann gesagt hat, also das ist sein Privatleben. Und das möchte er sich wohl auch noch ein bisschen rausnehmen, dass er auch noch mal ein bisschen Privatleben hat. Und wenn du dann das Gespräch suchst und wieder versuchst zu erklären, Mooshammer, das ist nicht ungefährlich. Wir machen den ganzen Tag Sicherheit, da Personenschutz, hier steht einer, da wird überprüft, Fahrzeug ist uns nachgefahren, was weiß ich. Und sie sind nachts 3 Stunden weg. Ja, da brauche ich tagsüber auch nicht mehr Kummer. Also ich habe dann schon bayerisch geredet mit ihm. Ja, das ist mein Privatleben, also da machen Sie sich da mal keinen Gedanken. Zwei Gesichter. Auf der einen Seite Moralapostel, ängstlich, misstrauisch, sonst was. Und auf der anderen Seite sowas zu machen. Sich das selber einzureden, mir passiert nichts. Das geheime Doppelleben von Rudolf Mooshammer gerät nun in die Schlagzeilen. Ein Mann mit weißer Mütze soll Mooshammers letzter Begleiter gewesen sein. Wir haben über die Telefondaten von Mooshammer